Glücksbruder. Nirgends, aber auch nirgends bin ich in Gefahr. Da ist keine Bedrohung. In Gott ist immer alles gut und ich bin in Gott, genau hier und jetzt. Dies ist der heilige Augenblick der Erlösung. Heilig ist dieser Augenblick, haben wir gerade gehört. Heilig ist der Augenblick der Liebe. Und das ist immer. Genauso auch dieser Augenblick. Und dieser. Da ändert sich nie was. Gott ändert sich nicht. Gott ist keinen Launen ausgesetzt. Es ist immer gleich. Die Liebe ist immer gleich stark. Ist immer gleich gegeben. Und so gebe auch ich und empfange auch ich. So, und jetzt alles dafür zu tun. Da keinen Unterschied mehr zu machen. Das fette Urteil über mich wirklich aufzugeben. Was mir scheinbar Unterschiede bereitet. Ne? Da zeigt. Mich nicht entspannt sein lässt. Und das ist unmöglich. Nirgends auf dieser Welt, in diesem Traum bin ich in Gefahr. Wenn ich den Albtraum träume, scheint es so, ne? Ich kann aber auch den glücklichen Traum träumen. Noch habe ich die Wahl. Möge ich mich genau jetzt in diesem Augenblick richtig entscheiden, rechtgesinnt entscheiden, rechtgesinnt sein. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen. Es kann nicht sein, dass ich einen Moment vergesse. Es kann einfach nicht sein. Der Heilige Geist ist genau immer jetzt mit mir, hier und jetzt. Gott ist mit mir. Genau hier und jetzt. Da ist nichts anderes. Möge ich da sein, hier sein. Hier ist die Quelle, hier schöpfe ich, hier gebe und empfange ich. Hier ist die unschuldige Sicht, die heilige Sicht, vergebende Sicht. Nirgends, aber auch nirgends bin ich in Gefahr. Also. Möge ich auch keine bedrohlichen Gedanken mehr in mir hegen. Möge ich keine Bedrohung mehr sein, sondern schützend und nährend, gebend, Sicherheit gebend, Geborgenheit gebend. Möge ich das sein, das ist der Ruf des Vaters an mich. Wie der Vater so das Kind. Gib allen alles.
damit du hast, gib allen alles, was dir von Gott gegeben ist. Dir ist gar nichts anderes gegeben. Also, in Gott ist einfach nichts los, ne? Ist vielleicht ein bisschen zu langweilig, ne? Für mich, für mein altes Denken. Tote Hose, würde man sagen, ne? Da zieht es mich auch gar nicht hin. Gott ist und Gott ist dein heiliges Zuhause. Übernimm du die Verantwortung. Das bist du. Stille Begegnung. Einfache, reine Begegnung mit dir selbst. Das, was ich am wenigsten gelernt habe. Mit mir im Frieden zu sein, im einfachen Frieden, so wie es jetzt gerade ist. Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Möge ich keine Bedrohung für mich selbst sein, durch meine unwahren Gedanken, durch meinen urteilenden Geist. Möge ich keine Trennung mehr verursachen. Ich kann nicht urteilen. Ich will über nichts urteilen. Es steht mir nicht zu. Damit bringe ich mich nur selber in Gefahr. Und das ist unmöglich in Gott. Und ich bin mit Gott. Punkt. Dein Sohn ist sicher, wo er auch immer ist. Du bist sicher, wo auch immer du bist, Kind Gottes. Denn du, Vater, bist mit ihm dort. Gott ist mit mir, wohin auch immer ich gehe. Gott ist in mir und um mich herum. Das Himmelreich inwendig in mir, das Reich Gottes, mein Zuhause. Dies ist der heilige Augenblick der Erlösung. Dies ist genau der heilige Augenblick, wo die heilige Beziehung in eins hineinfließt, die heilige Kommunion, heilige Zusammenkunft, die eine Gemeinschaft, die uns als Einssein zeigt. Trägt. Dein Sohn ist sicher, wo er auch immer ist, denn du bist mit ihm dort. Er braucht nur deinen Namen anzurufen. Rufe Gottes Namen und du rufst nur deinen eigenen, für dein eigenes Erwachen. Und er wird seiner Sicherheit und deiner Liebe wieder eingedenk, denn sie sind eins. Ich erinnere mich wieder. Ich bin nur Liebe. Ich bin nur eins in Gott. Totale Ausdehnung,
des einen mächtigen Geistes. Und das zu sein und das zu bleiben und das zu erhalten. Nicht wieder zusammenzuschrumpeln, wenn ich dann gleich wieder aufstehe. Mich wieder klein machen oder wieder versteckt halten. Das alte Spiel geben. Und da zu gucken, wo stelle ich mir da selber noch Fallen? Wo urteile ich noch? Das ist ja mein Lernen. Und dann wirklich eine neue Entscheidung zu treffen. Zurückzutreten und ja, okay, danke wieder. Danke, dass ich es sehen darf. Diese Gedanken, diese Bilder will ich nicht mehr. Heiliger Geist, danke, dass du mir gegeben bist. Bitte hilf mir, dies hier anders zu sehen. Meine komischen Gefühle gehen zu lassen. Unwohlsein gibt es in Gott nicht. Unbehagen. Zweifel gibt es in Gott nicht. Wie kann der Sohn fürchten oder zweifeln oder nicht erkennen, dass er nicht leiden, in Gefahr sein oder Unglück erfahren kann, wenn er doch dir gehört, geliebt und liebend? Hörst du, geliebt und liebend, auf immer und auf ewig. Schatz Gottes. In der Sicherheit deiner väterlichen Umarmung. Im geistigen Sinne. Erhebe dich, erhelle dich, erhöhe dich. Nimm seine Liebe an, die nur deine eigene ist. Diese zärtliche Umhüllung. Ich kann den Körper dafür nutzen. Aber nicht mehr in meinem eigenen Willen, in meinem eigenen Sinne, damit ich irgendwie Befriedigung erfahre. Sondern im Sinne des Vaters für Sicherheit und Schutz. Eine völlig andere Ebene. Völlig neue Sicht. Und das haben wir zu lernen. Ich darf alles nutzen, aber nicht mehr missbräuchlich. Was ist Sinn und Zweck? Und da bin ich noch total unsicher. Unwissend. Weiß ich oft nicht. Wie soll ich jetzt darauf schauen? Ist da doch was? Ist das doch nicht wieder Ebenenverwechslung? Ich täusche mich ja ständig scheinbar. Naja, okay, ich bin Lernende. Hey, ich bin Lernende. Schülerin. Ahnungslos und unschuldig. Und will mein Bestes geben im Sinne des Vaters. Also alles zu nutzen für mein eigenes Erwachen, erheben und erhöhen. All das hier sind Mittel, um mich von diesem Traum hier zu erlösen. Und wie schwierig es scheint, diese heilige Kommunion, diese Kommunikation mit Gott wirklich zu pflegen, damit zu sein. Einfaches Sein, das ist ja im Grunde das einfachste Sein. Und wie viel Scham und Schuld da scheinbar noch ist.
geliebt und liebend, in der Sicherheit deiner väterlichen Umarmung. Du ruhst in Gott, du bist total sicher und geborgen. Wir, das eine Selbst, wir alle. Fürchte dich nicht vor der Liebe, fürchte dich nicht vor Gott. Das ist einfach Ego-Spielerei. Ne? In Gott gibt es keine Angst. Ich muss das sofort berichtigen. Ich halte mich immer nur noch weiter im Sumpf auf und vermeide und verdränge. Du ruhst in Gott, in der Sicherheit seiner offenen, heiligen Arme. Und dort sind wir in Wahrheit. Keine Stürme können in den geheiligten Hafen unseres Zuhauses kommen. Nichts kann deinen Frieden stören. Nichts kann deine Ruhe stören. Da ist nichts bedroht. Du ruhst in Gott, im Paradies. Im Himmelreich. Dein innerer Altar leuchtet. Es will sich alles geben, alles ergießen, alles zeigen, sich alles offenbaren, weil das so ist. Gott ist. Ich bin. Du bist. Nur sein. Reines Sein, reiner Geist. In Gott sind wir geborgen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Es ist im Grunde nur eine Macht. Denn was könnte kommen, um Gott selber zu bedrohen oder dem, was ewig Teil von ihm sein wird, Angst zu machen? Das bleiben zu lassen, irgendwie noch Angst zu machen. Und das tue ich. Achte auf deine Gedanken. Sei wachsam deinen Illusionen gegenüber. Verkünde keine Schrecken mehr. Du musst nicht mehr erzählen, was dem und dem passiert ist. Hast du gehört? Was mit dem passiert ist, das ist Angst erzeugen, ne? Das wiederholt sich und wiederholt sich. Und das, ich habe das zu stoppen. Ich habe Liebe, Sicherheit, Schutz und Geborgenheit zu geben. All meinen Frieden.
Nur das ist Gottes Wille. Erlehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Erlehre nur Frieden, weil dir nur Frieden gegeben ist. Erlehre Freude, damit du sie erfährst. Erlehre Vertrauen. Für dich, für uns alle. Schenke du dein Licht. Damit uns, damit mir ein Licht aufgehen möge. Heilung geschieht nur im Miteinander. Gott ist Einssein, gemeinsam und nicht mehr einsam. Ich muss aufhören, auch mein eigenes Ding machen zu wollen. Mich immer wieder abzugrenzen. Mein eigenes Heim, mein eigenes Reich. Damit haben wir uns mächtig ins Abseits katapultiert. Gott ist grenzenlos. Über Zeit und Raum, über diesen Körper. Ausdehnung, Ausdehnung, Ausdehnung. So wie du. Und da ist nirgendwo Gefahr. Nichts bedroht, nichts los. Mit dem zu gehen, was mir jetzt gegeben ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Was für eine Besänftigung, Beruhigung. Das alles ist Gott. Das alles bin ich. Und mal einen Moment einfach alles sein lassen. Sämtliche Ideen, Konzepte, Glaubenssätze, Bilder. Gott ist. Da ist nur Liebe.
Da ist einfach nur Liebe. Hinter jedem Bild, hinter jedem Geräusch. Nichts, aber auch gar nichts kann meinen Frieden stören. Da sei und da bleibe. Und damit gehe. Also lass dich führen und eben nicht mehr verführen. Heiliger Bruder, unschuldiger Bruder, danke für deine Unschuld, für deine Reinheit und für dein Dasein, das mich so mächtig erinnert, was ich in Wahrheit bin und was meine Aufgabe ist, wofür ich gekommen bin. Also, die Tür steht offen. Ne? Sprich mir sein Wort. Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Dein Sohn ist sicher, wo er auch immer ist, denn du bist mit ihm dort. Er braucht nur deinen Namen anzurufen und er wird seiner Sicherheit und deiner Liebe wieder eingedenk, denn sie sind eins. Wie kann er fürchten oder zweifeln oder nicht erkennen, dass er nicht leiden, in Gefahr sein oder Unglück erfahren kann, wenn er dort doch dir gehört, geliebt und liebend, in der Sicherheit deiner väterlichen Umarmung. Und dort sind wir in Wahrheit. Keine Stürme können in den geheiligten Hafen unseres Zuhauses kommen. In Gott sind wir geborgen. Denn was könnte kommen, um Gott selber zu bedrohen oder dem, was ewig Teil von ihm sein wird, Angst zu machen, gibt es in Gott nicht. Denn Gott ist nur Liebe und daher sind wir es auch. Wir sind geborgen, getragen, erfüllt, umhüllt, immer mit der Liebe Gottes, eins mit Gott, unserem Vater, unserem Schöpfer im Himmel. Amen.
nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Egal, was hier noch in meinem Traum geschieht, Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit will, dass ich davon erlöst sei. Dein Sohn ist sicher, wo er auch immer ist, denn du bist mit ihm dort. Ich brauche nur deinen Namen anzurufen und du wirst mit Sicherheit und deiner Liebe mir antworten. Denn du und meine Liebe zu dir sind eins. Wie kann ich denn fürchten oder zweifeln oder nicht erkennen, dass ich nicht leiden, nie in Gefahr sein oder Unglück erfahren kann, wenn er doch mit mir geliebt und liebend in Sicherheit deiner väterlichen Umarmung ist. Dort sind wir in Wahrheit. Keine Stürme dieser Welt können in den geheiligten Hafen unseres Zuhauses kommen. In Gott sind wir ewig geboren. Denn was könnte kommen, um Gott selber zu bedrohen oder dem ewig Teil von ihm sein wird, Angst zu machen? Nichts Wirkliches ist bedroht. Nichts Unwirkliches existiert. Das ist dein Versprechen an uns. Herr, lass mich wachsam sein gegenüber dem Schrecken des Egos. Lass mich nicht länger zweifeln an deinem Reich und deiner Herrlichkeit. Mein Platz in deinem Zuhause ist sicher. Lass mich voll und ganz glauben. Schenke mir das Wunder, damit ich eines Tages über den Glauben hinausgehen kann. Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit will, dass ich von den Schrecken der Welt erlöst sei. Amen. Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Dein Sohn ist sicher, wo auch immer er ist, denn du bist mit ihm dort. Er braucht nur deinen Namen anzurufen und er wird seiner Sicherheit und deiner Liebe wieder eingedenk, denn sie sind eins. Wie kann er fürchten oder zweifeln oder nicht erkennen, dass er nicht leiden, nicht in Gefahr sein kann oder Unglück erfahren kann, wenn er doch dir gehört, geliebt und liebend in der Sicherheit deiner väterlichen Umarmung. Und dort sind wir in Wahrheit. Keine Stürme können in den geheiligten Hafen unseres Zuhauses kommen. In Gott sind wir geborgen, denn was könnte kommen, um Gott selber zu bedrohen oder dem, was ewig Teil von ihm sein wird, Angst zu machen? Ich will heute ganz ehrlich hinschauen und
wünsche mir sehr die Hingabe und noch mehr Bereitwilligkeit für all das auf dem Weg. Und ich möchte mich berichtigen lassen in jedem fehlgeleiteten Gedanken. Und mich wirklich sicher fühlen in der Quelle allen Seins. Also bitte mach alles offensichtlich, dass auch ich das checke. Nimm mich an die Hand und lass es mich erleben, was du dir für uns wünschst. Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Dein Sohn ist sicher, wo er auch immer ist, denn du bist mit ihm dort. Er braucht nur deinen Namen anzurufen und er wird seiner Sicherheit und deiner Liebe wieder eingedenk, denn sie sind eins. Wie kann er fürchten oder zweifeln oder nicht erkennen, dass er nicht leiden, in Gefahr sein oder Unglück erfahren kann, wenn er doch dir gehört, geliebt und liebend, in der Sicherheit deiner väterlichen Umarmung? Und dort sind wir in Wahrheit. Keine Stürme können in den geheiligten Hafen unseres Zuhauses kommen. In Gott sind wir geborgen. Denn was könnte kommen, um Gott selber zu bedrohen oder dem, was ewig Teil von ihm sein wird, Angst zu machen? Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Amen.
Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Nichts Wirkliches ist bedroht. In Gott ist nichts bedroht. Also lass Gott in deinen Geist. Das wird dich so erheben und erhellen, Schutz, Sicherheit und Geborgenheit geben. Nichts Wirkliches ist bedroht. Nichts Unwirkliches existiert. Diese Welt, die Welt von Krankheit, Leid und Tod, Angst und Schrecken, existiert in Gott nicht. Nichts Unwirkliches existiert. Das klar zu haben. Darin liegt der Frieden Gottes. Nicht mehr zwei Welten wahrmachen zu wollen, nicht mehr zwei Herren dienen zu wollen. Nur Gott. Und ich bin einfach nur seine Ausdehnung. Um seinen Willen zu tun. Punkt. Meine stille, stille Liebe. Wir sehen uns. Heute geht es wieder auf Reisen. Wenn du da irgendwo in Mittelhessen bist, komm vorbei. Zu unserer heiligen Kommunion der Zusammenkunft. Die nächsten Tage wird der Gottesdienst schon um 7.30 Uhr stattfinden. Es scheint von der Zeit nicht anders zu passen. Freitag, Samstag, Sonntag, 7.30 Uhr. Mein heiliger Bruder, da ist schon wieder die Müllabfuhr. Und nimm bitte jetzt alles mit, was nicht Gottes ist. Da rauscht sie schon davon. Da. Segen, Segen, Segen. Lichtgefährte, Lichtbruder.